Warte, sag doch mal, nee, alles dann, hä? Du hast danach noch was geschrieben, dass ich ein richtiger bin. Aber wie kam es zu eurem Kuss? Ja. Ja, ja was? Lass sie doch mal reden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute kann ich euch zu etwas ganz Besonderem begrüßen. Und zwar der Girl X Pro Cup. Die Serie ist wieder zurück, Freunde. Und es gibt heute 3000 Euro zu gewinnen. Und natürlich die besten Girls und die besten Boys aus der Fortnite-Community, national als aber auch international. Die cringigsten Momente, unter anderem Vardial und Sophie, die zusammen mit im Start sind am Team. Ich freue mich da unglaublich drauf. Vergesst natürlich nicht den Creator-Code Amar. Heute unter anderem wird auch nochmal zu Gast bei mir zu Hause sein. Natürlich Bad Moms J, eine absolute Legende, was das ganze Rap-Ding angeht. Und die wird nachher bei mir zu Besuch sein. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Da werden wir bei amazonmusic.de auf dem Kanal sein. Heute können wir uns auf einiges einstellen, Freunde. Unter anderem die cringigsten Momente, absolut geiles Gameplay. Wir geben natürlich den weiblichen Fortnite-Spielern hier eine unglaublich geile Chance, als aber auch den Pros, sich natürlich hier in dem Ganzen mit einzufinden, würde ich mal jetzt einfach so das Ganze benennen. Es werden heute 5 Runden gespielt, damit ihr Bescheid wisst. Wir haben 100 Leute eingeladen. Die Teilnehmerliste kann ich euch ja natürlich einmal ganz kurz zeigen. Hallo? Ey, was geht, Mann? Hey, was geht, Mann? Na? Ja. Seid ihr gut drauf? Ja, Mann. Ja. Okay. Mina, kurze Frage. Bist du schon in Edit-Parcours gegangen? 90s gecrankt? Hast dich warmed up? Absolut. Habt ihr gegeneinander 1v1s gemacht? Nein. Oh, warum? Ich habe nicht gespielt. Oh, du hast nicht gespielt. Das heißt, wenn es daran scheitern würde, dass ihr heute Preisgeld mitnimmt, dann an dir. Ja, ja. Ihr habt ja mitbekommen, heute sind auch einige Girls dabei, die auf dem Niveau von Mina sind. Für alle Zuschauer da draußen, Mina ist, glaube ich, absolutes Top-Niveau, was Fortnite angeht, von den Ladies her. Oder? Darf ich das so sagen, Mina? Viel besser. Perfekt. Es gibt 3000 Euro Preisgeld und 200 Euro für den besten Play einer weiblichen Person. Kann sein, dass sie, weiß ich nicht, Triple Kill holt. Kann sein, dass sie einfach überkrass editet oder ihren Mate rettet. Kann alles sein. Oder kann einfach nur eine loste Unterhaltung sein. Das heißt, Clips müssen natürlich eingeschickt werden von allen. Wisst ihr Bescheid? Ich freue mich auch total! Chat, wir starten in die erste Runde. Erste Runde geht los und ich gucke es mir mal an. Wer ist denn hier contested von den ganzen süßen Duos? Obito und Valentina Camouflage. Wir gucken uns das Ganze mal an. Obito, by the way, 4 Jahre alt. Valentina! Schöner Hit. Schöner Hit, aber Claire Abi. Claire Abi holt sie sich. Und Obito ist der Daysaver. Und damit sind schon mal 2 Punkte einfach auf deren Konto-Chat. Hey, Yannis. Hey, Bunny. Hallo. Good. Na, wie geht's euch? Gut. Gut. Ich sehe schon, Mats sehen super aus. Inventar sieht super aus. Das ist super hier. Ja. Ja. Wie kommt das? Ja. Also, Yannis, wo landst du sonst immer eigentlich? Mit Noah? Greasy und Sleepy. Greasy und Sleepy. Das ist ja ganz weit weg von hier, ne? Ja, ich bin noch nie gelandet, aber muss jemand wissen. Aber wie kommt das denn, dass du mit Bunny gemeinsam Camp Cuddle landest? Weil es ankommt, aber ist sogar das letzte Sekunde. Achso, nee, ich dachte, das hat vielleicht einen anderen Hintergrund. Nee, alles gut. Okay. Du weißt ja, was. Du weißt das, was auf Deutsch bedeutet, ne? Ja, aber alles gut. Okay. Bunny, wie geht's dir? Bist du heute richtig gut drauf? Ja, jetzt. Ich bin aufgeregt. Oh, bist du aufgeregt? Warum? Keine Ahnung. Weil du mit The Big Yannis Set spielen kannst oder weil du bei mir 3000 Euro gewinnen kannst? Weil es ein Turnier ist. Wie ist es sonst? Spielst du sonst Turniere? Nein. Gar nicht? Also ab und zu, so, wenn dann nur halt Customs mit Freunden, aber... Das heißt, jetzt ist hier Turnier-Action für dich und du bist ein bisschen aufgeregt, aber das ist auch in Ordnung. Yannis wird dich da gut anleiten. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg in Camp Cuddle. Ja? Und, ja? Ist das mit Ton, oder? Was denn? Dann sehen wir uns im Late Game, im High Ground, ja? Ja. Okay. So, wir gehen rüber. Void und Phoebe. Gegen wen fighten die da? Gegen Rules AB. Rules AB schon mal dead. Das heißt nur noch das Mädel alive. Lisa. Das ist Lisa versus Lost. Lisa ratioed alle. Ah ne, das ist Lizzie. Lizzie ist komplett krass. What the fuck? Die kann ja viel besser editen als ich. Ah, fully boxed. Mm. Lizzie ratio, schade. Ja. Oh mein Gott. Valentina fully boxed. Valentina fully boxed und Valentina dead gegen Saevit.
Aber Obito will das nicht, Chat. Obito-Controller-Spieler. Obito-Controller-Spieler gegen Saivet. Fully Box, Fully Peace. Und das 1v2 von Saivet. Saivet hat auch natürlich so eine Aufregung, Chat. So eine Aufregung. Der muss hier nämlich Somerset mit reinnehmen. Ich guck mal Melly zu, Chat. Melly mit einem 90er. Melly mit einem 90er. Melly, Melly, Melly! Vardial ist ja komplett shit. Und Reason auch. Digga, warte mal. Chat, Chat, Chat. Können wir mal ganz kurz festhalten? Melly Abi ist besser als Reason, der beste Spieler Deutschlands. Besser als Vardial, der beste Spieler Deutschlands. Was ist denn da los? Han and Mel. Yo, we're popping off right now. You guys are not popping off. Melly Abla is the best girl I've ever seen. She's shitting on Vardial. She's shitting on Reason. Wait, you killed Vardial and Reason? Yes. Yeah, wait, where are you from, Mel? Lee. I'm Portuguese, but I'm in France. I speak French and Syrian French. Are you originally from Portuguese, but you originally play... Oh, wait. Jump Spider-Man. Go right side. Is Hen a good IGL? Yes, he's really good. He's really good. How old are you, Melly? I'm 21, but I sound like 12. Oh, actually, yes. That's what I thought. Yeah, that's what everyone thinks, and I think it as well. Okay. So, Hen, how old are you again? 16. That's nice. My G. Melly, would you like to hear him sing? Yes, I will. Okay, I'll just leave that with you guys. I'll just leave that with you guys. I'm gonna leave this call right now. Listen. Wir wollen die Stimme hören, Chat. Wir wollen die auch mal ein bisschen kommunizieren lassen untereinander, ja? Oh! Hen muss glatt gehen. Hen geht nicht glatt, sondern es ist schon wieder Merle. Melly. Melly, meine ich. Die müssen die Runde gewinnen, Chat. Gewinnen sie diese Runde. Dann sinkt er hier. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh mein Gott, Hen! Hen, 4 HP dead. Die werden gepressured aus dem Highground, Chat. Im Highground natürlich hier. Bad Sniper und Shade Girl. Es ist wie gesagt unfair. Es ist auf jeden Fall unfair. Guck ich das an. Das ist so krass. Ich glaube, das ist das beste Duo. Ich würde sogar schätzen, dass sie 3 Wins holen. Es ist jetzt eine 1v1v2-Situation. Super Key, keine Chance. Super Key dead und damit Kick Duo im 1v2-Chat. Wir gehen rüber zu Shade Girl. Das Ding ist durch. Allez le bleu, allez. Kylian Mbappé. Shade Girl und Bad Sniper. Mit einem 9 Kill Win. Damit würde ich natürlich sagen, Freunde, müssen wir einmal ganz kurz in den Discord reingehen und mal reinfühlen, was da so abgeht bei den Franzosen. Allez le bleu. Frérot, let's go. You guys rocked it. How did it work out for you guys? We just waited for the end of the game. Yes. And at the end of the game, he won bad, won high, we take it, and no one came to contest it. So, wait, who took high ground from you two? Was it Shade Girl or was it you, Bad Sniper? No one was on height when we came, so it was Sophie. But who was the first person to go on high ground? It was me, I think. Oh, that's cool. So, Shade Girl, tell me something about you. How old are you and where are you from? How long do you play Fortnite? She's pretty bad in English, not gonna lie. Oh, she's bad on English. Okay, tell me on French. I'm gonna translate. Okay. Quel âge t'as? D'où tu viens? La vie au pire, tu me traduis, ok? Ouais, vas-y. Ok, cool. J'ai 15 ans, je viens de Paris. She's 15, she's living in Paris in France. Mm-hmm. Après, je sais pas. mon dieu. She has nothing to say, not gonna lie. Okay. So, wait, how did you two meet? Are you like friends or did you ever meet in real life or something? There was the cap. She DM'd me to play it. I said, let's go, why not? Oh, okay. Here we are. Nice. How old are you, Bad Sniper? You're a long legend. I'm 19. 19? Yeah. Okay. Well, that's cool. Do you have like in real life, do you have a girlfriend? Not until 1 month, I think. So you don't have a girlfriend now? Not anymore, yeah. Ah, okay. No, I just wanted to ask. Good luck in the future. Do you have any words for the audience? We're gonna win. Okay, nice. Okay. Nice. Na, was geht bei euch? Gar nichts bei dir. Auch nichts. Marie. Ja. Woher kennt man dich und wie alt bist du? Ich bin 16 und ich weiß nicht. Okay. Eigentlich kennt man mich nicht wirklich. Jo. Nein, okay. Unangenehm. Reason? Das ist dein Roommate.
Ey, ja, komplett. Du musst ein bisschen chillen, ne, weißt du? Ja, alles gut. Digga, die ist mod bei mir. Ach so, daher kam die Konstellation zusammen, oder was? Nein. Guck mal, Hammer, also kann ich die Story jetzt bitte erzählen, Marie? Okay. Bitte. Kommt drauf an, was du sagst. Kommt drauf an, was du sagst. Hammer, ich bin ein richtiger Macher, hör mir zu. Okay. Hör mir zu. Okay, erzähl. Also, ich habe ja diesen Tweet retweetet. DM me with your Snapchat und unseren Scheiß. Ne? Ja. Marie schreibt mir, willst du spielen? Ich schreibe, das sind nicht die Anforderungen. Hä? Also erstmal, ne, ich bin crazy. Guck mal, und dann geht's weiter. Na, true, guckt, sagt sie schon. Sagt sie, ich use nur Insta. Dann habe ich gesagt, ich schick Insta. Dann hat sie mir Insta geschickt. Okay. Ja, jetzt wird's unangenehm. Und darf ich das danach sagen noch? Was? Was danach? Ja, was du geschrieben hast? Na, passt alles. Nein, passt. Warte, sag doch mal, nee, alles dann, hä? Ihr könnt doch jetzt nicht so teasern. Das ist halt, darf ich sagen? Ist ein bisschen cringe, aber darf ich sagen, bitte? Das ist lustig. Ich weiß halt nicht genau, was du meinst. Du hast danach noch was geschrieben, dass ich ein richtiger bin. Ach so, ja, okay, kann sagen, ja. Ich dir geschrieben, du bist ja ein richtiger Player geworden. Digga, alles gemusst. Teach bei Tante Shanti. Was ist eure Taktik? Ihr habt zu wenig Punkte. Unsere Taktik ist jetzt, wir W-Keen, weil Mario ist echt gut in dem Game. Mhm. Ich Champ. Nein. Wow. Und, genau. Ja, und dann spielen wir Endgame irgendwann. Aber dazu, Spider-Man macht. Ja, dazu hätte ich direkt eine Frage. Wie ist denn das bei dir, Marie? Bist du richtig cracked in Fortnite, oder? Also, es geht. Ich spiele eigentlich kein Fortnite mehr, aber ich würde sagen, dass ich ganz okay bin. Wo ist denn Vadial? Vadial? Was passiert? Ja, wir haben WG. Digga, ladet bei uns, klaut die Spiel, Spider-Man zieht durch. Wie ist so euer Teamplay? Ja, komplett gut, wir haben die komplett geschittet. Kurz für alle, die es nicht wissen. Ihr habt ja eine Story miteinander, ne? Sophia, du bist ja auch mit im Call. Sophia, was verbindet dich mit Fortnite? Wie was verbindet mich mit Fortnite? Wie lange spielst du schon Fortnite? Wie alt bist du? Was machst du so? Achso, ja, ich bin 16. Ich spiele schon seit Season 1, Chapter 3 eigentlich. Schon? Ist nicht Season 1 gerade Chapter 3? Chapter 1, Season 3, so. Ich will es auch nicht zu verrückt machen hier in diesem Call, ja? Aber wie kam es zu eurem Kuss? Danke, Mann, ey, wirklich, danke, Kuss. Ich habe Anmal von einer halben Stunde gemacht, was geht's? Ja, okay, komm. Okay. Ganz, ganz gut. Okay. Ja, was? Lass sie doch mal reden. Was, ich? Ja. Ne, ich finde, Alex soll es erklären. Okay. Axel? Ja, das war so, wir haben Dings gespielt. Was habt ihr gespielt? Ja, war nicht weit, oder vielleicht heißt es Dingsleute heran. Wer bin ich? Ja, und dann 200 Subs. So. Wenn das, dann kam Sidney, hat 200 Subs gegiftet. Ja. Ach so, hat er dann mit den 200 Subs so mäßig gesagt, ihr müsst euch küssen oder was? Ja. Wie war das dann so für dich, Sophia? War das dann so für dich, ja, okay, ich mach das jetzt einfach mit, oder? Ja, keine Ahnung. Oder? Das ist nicht schlimm. Also, ne? Also Axel ist ja ein sehr gut aussehender junger Mann. Und aus. So, aber dann geht's. Also. Ja, reicht das. Ja? Wie ist jetzt euer Status so miteinander? Jo. Und wir sind raus. Aber sehr ehrlich, ne? Guck mal, das Ding ist, es kommt ja auch nicht nur immer aufs Aussehen an, weil da wird er natürlich punkten. Oder, Sophia? Ja. Guck, es kommt ja auch auf die Persönlichkeit an. Und da ist er natürlich einer der witzigsten, oder nicht? Auf jeden Fall. Okay. Wollte ich nur einmal so klarstellen. Und dann wünsche ich euch beiden natürlich auch noch einen weiteren schönen Restaufenthalt hier im Studio, ja? Ananas, my friend. And Maya, you guys are brother and sister, right? Cool. So cool that you guys are playing. I already know your dad, Abu Ananas. Mm-hmm. He's great. I learned him all some tricks. You learned him some tricks? So what's about you, Maya? How long are you playing Fortnite now? Some months. So how old are you? What are you doing in your free time, or what do you do for a living? I'm 16 years old. In my free time, I'm writing. Writing? Yeah. So you're like a... Well, what's it called? You know, like for New York Times, you know? This kind of writing? No, like horse. No, horse. Yeah, horseback writing. Ah, horses! Horse, like... Yeah. Okay, I got it. Ah, horse. Ah, you're riding horses! Oh my god!
Okay, I got it. Sorry. How are your chances in this tournament? Maybe 1%, 2%. Okay, that's not that good. But still, from me and from the community, best of luck. They already love you guys. And Ananas, I want to see you placing again, okay? Oh my god. Nein! Die pre-edits! Und Shade Girl und. Ey, Chat. Shade Girl und Bad Sniper. Allez les Français! Die waren gerade eben die Sieger. Mit 9 Kills. Und jetzt sind sie unter Bedrängnis und haben schon 2 Kills. Auf dem Lowground ist es DKS und Massilia. DKS und Massilia. DKS und Massilia! Und DKS versucht den Kill zu holen. Wir sehen jetzt aber Massilia rüber. Sie holt sie sich! Aber Anni hat vorher noch DKS geholt, Chat. Die haben keine Mats. Und Maestro versucht auf Hide zu gehen. Und Maestro schafft es, glaube ich, auf Hide. Und ich glaube, das ist Somerset als Duo, Chat. Somerset und Saevit. 6 Kills haben sie schon, Chat. Jetzt wissen sie, warum sie nicht mit Klick spielt. Und das war's. 1v2. Endretta versus Somerset und Saevit, Chat. Sie hat halt 100er Ping, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, Chat. 100er Ping und ist hier auf Lowground. Oh nein. Ich glaube, er wird choken. Ich glaub, Saevit wird down gehen. Ja. Endretta mit 10 Kills? Da will er jemanden aber ganz doll beeindrucken, Chat. Endretta Abi, how you doing? I'm doing good. Did you just see that clutch? You 1v2'd Saevit and Somerset. Shit. How old are you, Endretta? I'm 16. 16. And Emily, why is she muted? She's nervous, I think. She's 15. Okay. She said she was AFK, but I don't know. Emily, are you here? No, she's AFK. Is she also from Norway? Yeah. Okay. Do you guys met each other once? We have met each other once. She lives like 10 minutes away from here. Are you? So she's my IRL friend, so I need to get her earnings, you know? She has zero earnings. Wait, she's your IRL friend already? Yeah, I know her. Oh, wait. Okay. Adretorino. So this tourney is important, you know? Yeah. This tourney is important. See, you know what? You know what I just said? You know, when you meet a girl and you go into a restaurant or something, you know, and you just have a cheeseburger or something. You know what you did with this round? 10 kill elimination plus win 1v2 last thing. What you did? Oh my god. This is like you bought her a fucking restaurant in Dubai and brought her over with a private jet. This is what you did in this last round. I know. Yeah, this is what you did. After this tournament, if you guys are in the top 3, I want to see a selfie from you guys. Yeah? On Twitter, please. I know you're shy. Don't worry. Oh my god. Endretta is the boy.